Ich möchte eines der wenigen eher positiven Medienbeispiele vorstellen, die sich mit dem Bereich der sogenannten freiwilligen Bataillons befassen. Veröffentlicht in der Bundeszentrale für politische Bildung, also eine deutsche staatliche Institution. Es ist, der Text ist ein aus dem englischen Sprachraum übernommener Beitrag, der immerhin einen Teilaspekt des Handlungsraums dieser neonazistischen Kämpferformation ungeschönt darstellt. Um deren Entstehungsbedingungen geht es hier aber nicht, sondern der Text liest sich wie eine Information für Geschäftsleute, die vorhaben, in der Ukraine tätig zu werden, um vorab ein halbwegs realistisches Bild zu erhalten. Die aufgeführten Fakten sind erschreckend. Sie zeigen die Ukraine als äußerst schwachen, wenn nicht gar gescheiterten Staat. Der Text wurde vor 2,5 Jahren veröffentlicht. Ich stelle ihn mit einer von mir gekürzten Fassung vor. Geschrieben von Hussein Aliyev trägt er den Titel, Zitat, bewaffnete freiwilligen Bataillone als informelle Machthaber in der Ukraine, Zitat Ende. Bei den Maidan-Unruhen und nach dem Staatsstreich habe sich ein neuer Akteur auf die politische Bühne der Ukraine katapultiert. Wie weit reicht der Einfluss dieser informellen Akteure und mit welchen Mitteln wird er durchgesetzt, fragt einleitend der Autor. Erstens, die territorialen Verteidigungsbataillone etablieren sich. Das Massaker am 2. Mai in Odessa wirkt rückblickend wie ein Initialakt. Die ukrainischen freiwilligen Bataillone wurden danach auch offiziell im Donbass im Frühjahr 2014 gegen die für Autonomie kämpfenden Städte und Gebiete eingesetzt. Nur wenige Monate später wurden die meisten dieser Bataillone als Spezialeinheiten entweder unter das Kommando der Nationalgarde oder des Innenministeriums gestellt, in einem Fall auch in die reguläre Armee aufgenommen. Als anerkannte Sicherheitskräfte in den ukrainischen Streitkräften erhalten sie immerhin ein schmales und regelmäßiges Gehalt vom Staat. Es gibt über 20 aktive dieser Verbände in der Ukraine. Bei den Parlamentswahlen 2014 konnten sich einige Anführer einen Sitz im Parlament sichern. Die Gründer der Bataillone Azov, rechter Sektor, Aitja, Donbass und Dnipro 1 wurden ins Parlament gewählt und erhielten dadurch eine Statusaufwertung, mehr Einfluss und politische Immunität. Zweitens, Herausforderung der Regierung von innen. Ihr Doppelcharakter als Teil der staatlichen Sicherheitskräfte, aber auch in Konkurrenz zu diesen, ermöglicht es den freiwilligen Truppen, die Regierung herauszufordern und das staatliche Gewaltmonopol informell zu untergraben. Da sie über weitere Quellen der Geldeinnahme verfügen, konnten sich die Bataillone ihre Unabhängigkeit weitgehend erhalten. Sie verfügen über eigene Logistik und Administration und setzen noch immer auf freiwillige, das heißt selbst ausgesuchte Kämpfer und nicht auf Rekrutierungen durch die Wehrpflicht. Ihre Anführer werfen der Regierung regelmäßig Korruption, Veruntreuung und den Verrat ukrainischer Interessen vor. Das ist natürlich aus unserer Sicht angemessen, aber sie meinen es anders. Mitglieder des Aitja-Bataillons drohten 2015 sogar, die Regierung zu stürzen und, Zitat, den Krieg nach Kiew zu tragen. Damit war der Krieg im Osten des Landes gemeint. Auch über Demonstrationen und Kundgebungen üben sie aktiv Druck auf die Politik aus. Seit den Maidan-Protesten 13/14 nehmen Mitglieder der Freiwilligen Bataillon regelmäßig an regierungskritischen Protestveranstaltungen teil. Allein 2016 waren Mitglieder von Azov und dessen politischen Arm Nationales Korps auf mehr als 30 Demonstrationen unterwegs. In einigen Fällen kam es zu Gewaltausbrüchen. So unterstützen im August 2015 Mitglieder des Sitsch-Bataillons hunderte Rechtsextremisten bei gewaltsamen Auseinandersetzungen vor dem Parlament. Bei den Protesten gegen das umstrittene Dezentralisierungsgesetz, das von regierungskritischen russischsprachigen Gebieten
dass den regierungskritischen russischsprachigen Gebieten im Donbass größeren Autonomiestatus zugesichert hätte, warfen die Milizen Molotow-Cocktails und Handgranaten auf die Polizei und töteten 4 von ihnen. Drittens, Bürgerwehren statt Polizei. Neben der Teilnahme an Straßenprotesten versuchen Freiwilligenbataillone zusehends Aufgaben der Polizei zu übernehmen. Die berüchtigte nationale Miliz wurde von Azov und seinem nationalen Chor im Frühjahr 2017 gegründet, um in ukrainischen Städten zu patrouillieren und gegen Straßenkriminalität, öffentlichen Alkoholkonsum, Drogenhandel und andere anti-ukrainische Verbrechen vorzugehen. Die nationale Miliz besteht aus mehr als 1000 Mitgliedern und ist in 13 Regionen des Landes aktiv. Bemerkenswert dabei, dass die nationale Miliz kurz nach der Gründung einer neuen Streifenpolizei entstand, die das Ergebnis einer groß angelegten Polizeireform war, die maßgeblich von der EU und den USA unterstützt wurde. Mitglieder der nationalen Miliz erklären gebetsmühlenartig immer wieder, dass die Polizei ihre Aufgaben eben nicht erfüllt. Die C14, das ist eine Nachwuchsorganisation, erhielt nach Berichten des Radiosenders Romatske Zuschüsse vom Ministerium für Jugend und Sport für patriotische Bildung und den Kampf gegen Homophobie, verübte immer wieder brutale Angriffe auf die Roma-Bevölkerung. Das passt natürlich, Homophobie und trotzdem tätliche Angriffe. Laut Human Rights Watch verübten Mitglieder der nationalen Miliz des rechten Sektors und anderer alleine im Jahr 2018 mehr als 20 Angriffe auf ethnische Minderheiten, die LGBT-Community und Menschenrechtsaktivisten. Herausforderungen an den Staat von außen. Viertens, Auftragsmorde. Ihr Zugang zu Waffen und ihre militärische Erfahrung machen Freiwilligenkämpfer zu begehrten Auftragskillern für konkurrierende Geschäftsleute, Oligarchen und rivalisierende Politiker. Je nachdem, wer sie bezahlt, haben die Bataillone schon unterschiedliche Seiten in den kriminellen Fäden verschiedener informeller Machthaber eingenommen. Da einige der Opfer zu bestimmten Bataillonen sogar noch freundschaftliche Beziehungen pflegten, zu anderen hingegen nicht, können auch Konflikte zwischen den einzelnen Gruppierungen bei der Auswahl der Opfer eine Rolle gespielt haben. Zudem scheinen finanzielle Erwägungen auch nicht unwichtig. Und weniger prominente Personen können ebenfalls gefährdet sein. Nicht einmal finanzielle Unterstützung der Bataillone sind sicher vor Mordanschlägen. Auftragsmorde sind nur eine Möglichkeit, wie sich Bataillonsmitglieder auf illegale Weise Geld beschaffen können. Oft werden sie auch für bewaffnete Überfälle und andere Problemlösungen engagiert. Seit 2017 schützen sie gegen Bezahlung auch private Unternehmen vor Überfällen und Razzien. Die Website Vesti Ukraine berichtet, dass die Dienste eines Bataillonkämpfers etwa 32 Euro pro Tag kosten. Laut der Website Strana gibt es etwa 30.000 aktive und ehemalige Bataillonsmitglieder, die regelmäßig informelle Sicherheitsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen anbieten. Bewaffnete Freiwillige schützen aber nicht nur Unternehmen vor Überfällen, sondern sind auch selbst an Überfällen beteiligt. Einige Bataillone, allen voran die Einheiten des Azovs, sind eng mit dem informellen Finanznetzwerk der mächtigen Oligarchen Rinat Akhmetov und Igor Kolomoyski verbunden. Es ist bekannt, dass Azov an mehreren Unternehmen beteiligt ist, einschließlich einer eigenen Sicherheitsfirma, die ehemalige Kämpfer beschäftigt und unter anderem Geschäfte und Fabriken bewacht, die Akhmetov gehören. Ebenso ist bekannt, dass Akhmetov, Kolomoyski sowie der ebenfalls einflussreiche Oligarch Dimitrov Firtasch den rechten Sektor, Azov und andere großen freiwilligen Bataillone im Umkehrschluss finanzieren. Viertens, das Fazit. Obwohl freiwilligen Bataillone sich als einflussreiche, informelle, das ist jetzt ein Zitat von dem Originalartikel,
Interessengruppen etabliert haben, versichern ukrainische Politiker der internationalen Gemeinschaft, dass die Bataillone keine politische Macht sind. Zitat Ende. In der Tat zeigen Umfragen, dass nur 0,5% der Bevölkerung das nationale Korps und 0,3% die Partei rechter Sektor unterstützen. Andererseits, das füge ich jetzt hinzu, machen Mitglieder der freiwilligen Bataillone seit 2014 eine steile Karriere in staatlichen Strukturen, werden als Parlamentssprecher ausgewählt, werden in den Nationalen Sicherheitsrat oder in Kommandostellen von Polizei und Armee berufen, werden als politische Berater aufgewertet. Aufgrund der stillschweigenden Unterstützung durch mächtige Figuren, wie zum Beispiel den im Sommer 21 zurückgetretenen Innenminister Arsen Avakov, bleiben die Bataillone unbehelligt. Eine Reihe ukrainischer Analysten sehen die Bataillone in einer Brückenfunktion, wie zynisch, in einer Brückenfunktion der Oligarchen und Gangsterbosse und der Regierung einnehmen. Trotz ihrer Kritik an der Regierung wollen sie den Erhalt der bestehenden politischen Ordnung, denn es ermöglicht ihnen, an erheblich finanzielle Mittel zu gelangen und die Unterstützung aller Seiten und Akteure für ihren Machterhalt zu sichern. Bei diesen Verhältnissen kann man nur der ukrainischen Bevölkerung wünschen, dass diese Geißel der Gesellschaft verschwindet. Ich danke euch.